Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns auf der Karte am Mugrafen City und fahren die Linie 607 von Weizerdorf nach zur S-Bahnhof, zum S-Bahnhof Reeperbahn. Genau, das Ganze mit dem Facelift Solo. Ich glaube, UM996 Ecomat war es, glaube ich. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und eins ist. Tja, ich empfange es zum Kommando. Also, Ecomat ist es auf jeden Fall. Man hört es schon. Tagesticket für Erwachsene. Tagesticket habe ich das hier. Da. Achso, die will ja irgendwas anderes. Vielen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. Bist du jetzt hier? 23, 23, 26, okay. Dann muss ich nochmal. Ein paar Sekündchen vorgehen. Damit die da verschwinden. So, zack. Mit ihr. Hi. Hallo. Ich bin die Linie jetzt tatsächlich noch gar nicht gefahren. Aber naja, macht ja nichts. Mal kurz vor der Ampel mal abbremsen und dann kann ich wieder Gas geben. Das ist natürlich auch wieder mal richtig Premium. Ja, das ist eine Stelle eigentlich von mir gewesen. Also ich meine ja schon sowieso keiner, aber. Ja, machen sie extra, genau, auf jeden Fall. Ach ja, Hamburg. Das ist eigentlich auch eine schöne Karte. Außer jetzt der Bereich hier, aber mein Gott. Das ist ja eigentlich auch ein Bereich, den man so an sich mit Linien gar nicht befährt. Nur mit diesem Linienpack. Ansonsten fährt man hier ja gar nicht lang. Also von daher finde ich das schon ganz angemessen. Das ist jetzt nicht so super duper Premium ausgestaltet ist hier. Es ist zwar ein bisschen Gestaltung da, aber nicht unbedingt
nicht unbedingt so viel wie auf der eigentlichen Karte. Wir waren Zimmerstraße, AK St. Georg, Hauptbahnhof, Hauptbahnplatz, Rathausmarkt, Jungfernstieg, Wendemark, Stephansplatz, Museum für hamburgische Geschichte. Ja. Okay. Also jetzt war sozusagen wie die 6 bis zum Gerd Haupt oder bis zum, ja, doch bis zum Gerd Hauptmannplatz, ab dort von meiner Video 109. Nee, bis zum Rathausmarkt fahren wir wie die 6 und dann ab da fahren wir dann die 688. Theoretisch bis zu das war noch Rehpapat. Ich kann auch nicht mehr reden. Semperstraße. Das ist wieder so typisch Omni. Kompletter Bus ist leer, aber über die Hälfte steht. Guten Tag. Hallo. Ist ja genau irgendwas nett. Was kostet der Bus? 15.000 oder so, keine Ahnung. Nahbereich, oder? Nee. Kurzstrecke. Danke sehr. Bitte. Kostet viel.
ausmachen und die Pedale durchtreten. Mach ich jetzt mal hier einen Worldpack-Platz. Dann kann ich zumindest ein bisschen... Ein bisschen Licht könnte auch nicht schaden. Ja, doch. So. Anders. Nächste Haltestelle, Gertigstraße. Bus von außen. Fliesenmarkt. Moin. Moin. Oh, hallo. Tageskarte. Dankeschön. Bitte. So, ich fahre mal nach, sonst können wir auch zu viele Sperre reinmachen. Hallo. Moin. Gib doch Gas, wenn grün ist, mein Gott. Nächste Haltestelle. Sollte doch nicht so schwer sein. Das besser, wenn ich das wieder fix rausmache. Nein. Gut. Hätte ja sein können. Moin. Hi. Moin. Hi. Nächste Haltestelle.
17. Der wieder ein Getriebeproblem hat. Tag. Tag. Eine Tageskarte bitte. So, nee, Moment. Muss ich ja so machen, also. Stimmt, ja. Brücke. Das ist da drüben eine 6. Kriegst du die letzten Fahrten, die dann wirklich dann noch so stattfinden heute? Moin! Moin! Mahlzeit! Einmal Nahbereich! Einmal Nahbereich! Nahbereich da. Guten Tag. Einmal ein Ticket für den Gesamtbereich. Haben Sie mir da zu viel gegeben? Ja, habe ich. Habe ich versehentlich. Genau auf die Minute. Genau pünktlich. Nächste Haltestelle. Eine Fahrt zum Betriebshof. Und die Performance geht gerade megamäßig runter. Warum auch immer. Jetzt mal nachgucken gerade. Vorne da ist nicht Patch Changer. Logfile. Warning. Information. Nö. Okay. Gut, dann ist es einfach nur OMSI.
ist aber eine kurze Ampelphase, wo die Ampel rot ist. Schepper, Schepper, Schepper. Noch ein Bus zum Betriebshof. Hier habe ich es heute mit den roten Ampeln. Ne? Ich habe es auch irgendwie, dass wenn ich die Ampel ranfahre, stehen bleibe, Haltestellenbremse reinmache, dass die Ampel genau dann grün wird. Zum Betriebshof. Vom Hauptbahnhof sein um 53. Wir haben es 52. Naja, dann. Mal gerade so vorbei. Hallo? Hallo.
dürfen wir zwar nicht zu schnell fahren, aber das ist mir hier in der Zone eh meistens immer egal. Busse war jetzt schon. Das ist ja natürlich Premium. Also langsam, solange um sich die Tour hier überlebt, dann geht's ja noch. Nicht die komplette Linie. Aber, naja, macht halt nichts. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.